herzlich willkommen zum Neujahrsempfang der Emshorner SPD. Wir wünschen ein frohes neues Jahr. Es ist der zweite Sonntag im Januar 2022, kurz nach 11 Uhr. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum Neujahrsempfang der Emshorner SPD im Industriemuseum. Herzlich willkommen. Ich bin Beate Raudies, Vorsitzende der Emshorner SPD. Unser Neujahrsempfang steht auch dieses Jahr wieder im Zeichen der Pandemie. Das hatten wir uns eigentlich anders vorgestellt. Und ihr seht direkt an den Bildschirmen die Auswirkungen. Wir sind live aus dem Museum. Wir haben wie viele andere Menschen in diesem Land unsere digitale Kompetenz im letzten Jahr verbessert und senden heute live mit einer Talkrunde. Und unser Co-Vorsitzender Detlef Hüttinrich, den ihr im Vorspann noch erleben konntet, ist in Quarantäne. Aber unsere Stellvertreterin Vanessa Mangels ist dabei. Und ich begrüße Sie sehr herzlich. Und ihr werdet sehen, dass wir ein breites Personalspektrum haben in der Emshorner SPD und die Runde heute Morgen gut über die Bühne bringen. Außerdem dabei ist Arne Klaus, unser Fraktionsvorsitzender im Emshorner Rathaus. Dann begrüße ich wie in jedem Jahr Bürgermeister Volker Hattje. Schön, dich live hier im Museum zu sehen, Volker, wie immer. Und als Ehrengast in diesem Jahr Thomas Losse-Müller, der designierte Spitzenkandidat der schleswig-holsteinischen SPD für die Landtagswahl am 8. Mai. Wenn es nach uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geht, wird er der nächste Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Aber das entscheidet der Wähler, die Wählerin am 8. Mai. Da ist nämlich Landtagswahl. Bevor wir einsteigen, liebe Gäste an den Bildschirmen, wollen wir mit Ihnen und euch aufs neue Jahr anstoßen. Wir haben ein kleines Glas Sekt, das kennt ihr von der Begrüßung. Normalerweise trinken wir das zusammen, stoßen an. Wir wünschen alles Gute, Glück, Gesundheit, vor allen Dingen Gesundheit für das neue Jahr, Erfolg und alles das, was Sie und ihr euch selber wünscht. Alles Gute für 2022. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Bleibt gesund. Nehmen einen kleinen. Ja, wir können auch einmal anstoßen. Ach so. Frohes genau. Neues Jahr. Und bevor jemand fragt, wir sind alle genesen oder doppelt geimpft oder sogar dreifach geimpft und auch noch getestet heute Morgen, bevor irgendeiner eine Frage stellt. Gesundheit. Ich will an dieser Stelle aber auch nicht vergessen, alle die zu grüßen, die sonst hier dabei wären. Wir wären ja sonst in einer vollen Einrichtung. Es ist so schade, dass heute das nicht live stattfindet, weil das Museum ist im Umbau und hier sieht es ganz anders aus. Aber es ist so, so toll geworden und ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr uns hier alle wiedersehen. Ich grüße alle Vereine und Verbände, die sonst immer dabei sind und die auch heute dabei wären. Von der Schützengilde über die Freiwillige Feuerwehr bis zu den Sportvereinen. Die Vertreterinnen aus den Schulen und Kitas, aus den Hilfsorganisationen, Polizei, Feuerwehr, THW. Und ich will in diesem Jahr auch ausdrücklich alle die grüßen, die im letzten Jahr, nicht nur im letzten Jahr, sondern auch davor, das Land am Laufen gehalten haben und auch immer noch halten, die in dieser Pandemie eine ganz besondere Arbeit leisten. Das sind vor allen Dingen die Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern, die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, aber auch die Menschen, die in Jugendeinrichtungen arbeiten und die sich täglich mit den Wirrnissen und Erfordernissen der Pandemie auseinandersetzen sollen. Das sind zum Beispiel die Beschäftigten im Einzelhandel und in der Gastronomie. Das sind aber auch die Kulturschaffenden, denen das Wichtigste weggebrochen ist, was sie brauchen für ihre Arbeit, der Kontakt mit dem Publikum. Und es sind so viele andere, die ich gar nicht nennen kann. Ihr alle, ihr habt eine großartige Arbeit geleistet im vergangenen Jahr und dafür will ich euch an dieser Stelle Dank sagen. Denn eure Arbeit zeigt klar und deutlich, wie stark der gesellschaftliche Zusammenhalt trotz der enormen Belastungen durch die Pandemie in diesem Land immer noch ist. Und dafür bin ich zutiefst dankbar. Ohne diese Solidarität, ohne diese Empathie und das Eintreten füreinander wäre es in dieser Pandemie noch viel düsterer, als es schon ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das uns bewahren und auch so weitergehen. Vor einem Jahr habe ich gesagt, 2022 wird besser. Es muss besser werden. Naja, besser, die Pandemie ist immer noch da. Das Virus ändert sich und mit dem Virus die Maßnahmen und unser Umgang mit dem Virus. Wir lernen, dass wir mit dem Virus leben müssen,
und wie wir das am besten können. Und wir haben gelernt, dass es keine einfachen Antworten gibt und dass auch Expertinnen und Experten nicht immer alles besser wissen. Wir können uns impfen lassen und die ersten Medikamente sind in der Zulassung. Was für ein großartiger Erfolg der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die überall auf der Welt forschen. Meine Bitten für das neue Jahr. Lasst euch impfen. Impfung senkt das Risiko einer tödlichen Erkrankung oder eines schweren Krankheitsverlaufes und das hilft uns allen. Impfen rettet Menschenleben. Selbstgerechtigkeit und Rechthaberei tun es nicht. Und weil das Impfen so wichtig ist, brauchen wir wieder ein ständiges Angebot, auch in Elmshorn, in der sechstgrößten Stadt des Landes. Handelt verantwortungsbewusst. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt, hat der Philosoph Immanuel Kant einmal gesagt. Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Und nur gemeinsam als Gesellschaft werden wir die Pandemie bewältigen. Denn der Staat hat die Aufgabe, die Freiheiten aller zu schützen und zugleich den Schutz aller zu gewährleisten. Das Wohl der Schwächsten zu sichern, ist deshalb die vorrangige Aufgabe. Und nur Konsens und Kompromiss stärken den Zusammenhalt. Geht respektvoll miteinander um. Es mag gute Gründe geben, für jeden und jede sich nicht impfen zu lassen. Es gibt noch viel bessere Gründe, es doch zu tun und keine Angst zu haben. Aber wenn wir nicht respektvoll darüber miteinander sprechen, kommen wir nicht wieder zusammen und kommen als Gesellschaft nicht weiter. Und eins muss klar sein, Gewalt und Hass geht gar nicht. Das waren meine Bitten zum neuen Jahr. Jetzt wollen wir aber mit dem Neujahrsempfang einsteigen und leider können wir es in der Pandemie nicht so machen, wie wir es gerne getan hätten, die große öffentliche Veranstaltung. Deswegen wird der Empfang auch etwas anders ablaufen, als ihr es bisher gewohnt seid. Statt der üblichen Reden werden wir in einer lockeren Gesprächsrunde über die Dinge sprechen, die aus unserer Sicht als SPD Elmshorn in diesem Jahr für das Land Schleswig-Holstein und für die Stadt Elmshorn wichtig sind. Und wer Fragen hat zu dem, was wir hier besprechen, schreibe die bitte in den Chat. Die werden im Nachgang alle beantwortet, so wie es in einem persönlichen Gespräch nach den Reden hier beim Glas Sekt auch möglich gewesen wäre. Danke an alle, die uns auch in diesem Jahr wieder virtuelle Grußworte geschickt haben. Die findet ihr im Anschluss auf unserem YouTube-Kanal. Aber jetzt soll es endlich losgehen und ich fange an mit der Frage an unseren Bürgermeister. Und lieber Volker, wir kennen uns schon lange, wir duzen uns, deswegen bleibe ich auch beim Du. Lieber Volker, wann wird denn nun endlich das Schwimmbad eröffnet? Ich habe befürchtet, dass das die erste Frage sein wird. Tatsächlich, und diesmal sage ich hoffentlich wirklich die Wahrheit, soll das im Februar losgehen. Also der Plan ist, dass Anfang Februar der TÜV die Endabnahme vornimmt und wenn dann alles erfolgreich stattgefunden hat, dann geht es wirklich los, Beate. Dann können wir auch mal oben wieder schwimmen gehen und nicht nur in der Traktorfalle. Ich glaube, die Elmshorner warten wirklich drauf und es wird jetzt auch echt Zeit. Das wird echt Zeit. Ich gehe lieber in der Traktorfalle schwimmen, aber das wäre toll, wenn wir die Möglichkeit wieder kriegen, weil es ist schon was Besonderes, was wir auch hier haben in der Stadt. Und da wollen wir nicht gern drauf verzichten. Warte mal ab, wenn du das neue Bad siehst, ob du dann nicht doch auch gerne mal in das neue Bad gehst, weil das ist schon was Besonderes. Oh, jetzt so, bin ich ganz gespannt. Sehr gut, sehr gut. Die nächste Live-Übertragung kommt aus dem Elmshorner Schwimmbad. So, dann aber unser Ehrengast, Thomas Losse Möller. Er ist unser Spitzenkandidat für die Landtagswahl, habe ich gesagt. Aber Thomas, vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor in ein paar kurzen Worten. Und dann ist natürlich für uns als Elmshornerin und Elmshorner immer die erste Frage, was weißt du von Elmshorn? Warst du überhaupt schon mal hier? Ich war tatsächlich schon relativ häufig hier. Ja, schönen guten Tag zusammen, frohes neues Jahr. Mein Name ist Thomas Losse Müller. Ich bin der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl jetzt am 8. Mai. Wir gehen ja so langsam auch in die Wahl hinein. Ich komme aus Ahlefeld-Bistensee, das ist ein kleines Dorf zwischen Eckernförde und Rendsburg. Und habe in meinem Leben schon viele Dinge gemacht. Ich habe für große Unternehmen gearbeitet, war auch schon mal Staatssekretär in Kiel im Finanzministerium und Chef der Staatskanzlei. Und freue mich jetzt darauf, dass wir in diesem Wahlkampf über die Themen reden können, in denen es in diesem Land geht. Mit Elmshorn verbinde ich ganz viele Dinge. Ich habe Freunde, die hier wohnen, familiäre Freunde. Ich habe schon mehrere Kindergeburtstage hier gefeiert. Ich war öfter mal an der Nordakademie auch virtuell dabei.
Und ich habe lange in Hamburg gearbeitet und bin immer nach Hamburg reingependelt. Das heißt, das Thema Bahnhof, Elmshorn, Gleis 3 ist mir nicht nur aus Papieren und Diskussionen in Kiel ein Begriff, sondern einfach auch von den 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens Pendlererfahrungen hier. Ich mag Elmshorn sehr gern. Ich finde, Elmshorn ist eine total spannende Stadt. Das sieht man auch hier in dem Industriemuseum mit der ganzen Menge Geschichte, die auch viel der Stadt ausmacht. Ich mag, dass ihr so normal sein wollt, obwohl ihr es ja eigentlich gar nicht seid. Also alle Menschen, die ich kenne, sind sehr besonders aus Elmshorn. Von daher mit großer Sympathie und auch einer ganzen Menge Vertrautheit jetzt gerade hier. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Das war schon das Stichwort für unser erstes Thema, Mobilität. Das bewegt uns in Elmshorn immer ganz besonders, weil eine große Gruppe von Menschen täglich nach Hamburg pendelt. Wir haben auch viele Menschen, die aus Hamburg zu uns zum Arbeiten kommen. Die Schülerinnen und Schüler pendeln nach Pinneberg oder Neumünster an die Berufsschulen. Also die Bahn ist unsere Lebensader, der Bahnhof ist wichtig. Volker, wie ist es denn mit dem Bahnhof? Und wenn wir dann wissen, wie es um den Bahnhof steht, dann wollen wir das Thema aufgreifen, was die Elmshorner in diesen Tagen extrem bewegt, nämlich das neue Parkraumkonzept. Du hast das Wort. Ja, okay. Zum Thema Bahnhof. Wie wir schon vor Weihnachten mehrfach verkündet haben, ist die Bahn wirklich mit Hochdruck am Arbeiten. Man glaubt es kaum, aber tatsächlich soll in Kürze die Entscheidung der Bahn bezüglich der vierten Bahnsteigkante mitgeteilt werden. Das heißt, Elmshorn wird einen zusätzlichen Bahngleis im Bahnhof bekommen und darauf aufbauend können wir dann unsere Bahnhofsumbauten auch entsprechend vornehmen. Das hat große Auswirkungen. Also das, was ich heute verkünden kann, ist, dass der Bahnsteig sich sicherlich weiter Richtung Süden verlängern wird, Richtung Steindammpark, und dass wir wohl auch eine Unterquerung vom Steindammpark in das Sanierungsgebiet bekommen mit einem zusätzlichen Zugang zum Bahnsteig. Und das wäre für uns, für die gesamte Stadtentwicklung, aber auch für die Mobilität ein wirklicher Quantensprung. Und dann ist wirklich der Bahnhof wieder Mittelpunkt und Herz dieser Stadt und wird hoffentlich in den nächsten Jahren sich entwickeln. Also die Bahn will tatsächlich bis 2026 in Elmshorn alles umgebaut haben. Bin mal gespannt, was ich nächstes Jahr hier berichten kann. Ja, Parkraum. Parkraum, stimmt, habe ich vergessen. Parkraum. Ja, das bewegt uns alle und es war uns auch klar, wenn man Dinge verändert in der Stadt, gibt es zunächst große Widerstände. Also Ziel des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes war und ist es, die Situation der vielen wild abgestellten Fahrzeuge, der Pendler, der Besucher der Innenstadt zu ordnen. Es war hier in der Stadt eben so, jeder hat sich irgendwo seine freie Nische gesucht, um möglichst kostengünstig irgendwo wild zu parken. Und da, so sah die Stadt auch entsprechend aus. Also von daher, das Ziel war immer, für die Anwohner in den Quartieren wieder Möglichkeiten zu schaffen, zu parken und gleichzeitig die Attraktivität, Erreichbarkeit der Innenstadt zu stärken. Dies geht natürlich immer wieder auf Kosten anderer und es war uns allen bewusst, dass wir im Bereich der Pendler nach Hamburg deutlich eine Reduzierung vornehmen wollen. Das heißt, wir wollen nicht die Hauptpendlerstadt sein, sondern uns geht es darum, ÖPNV, Mobilität, insgesamt Radverkehr zu stärken und ganz bewusst die Pendler herunterzudrücken, die von weit außerhalb kommen. So, die Leidtragenden, und das ist das, was, glaube ich, in der Stadt im Moment ganz intensiv diskutiert wird, sind die vielen Menschen, die in der Stadt arbeiten und die jetzt mit dem jetzigen Konzept und auch den Gebühren eben nicht mehr kostenfrei einen Parkplatz irgendwo in der Nähe ihrer Arbeitsstätte finden können. Und ich glaube, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen abwarten und die Situation betrachten. Und ich glaube, so sind wir uns mit allen Fraktionen einig, dass wir uns vorgenommen haben, bis spätestens Ostern dann eine erste Auswertung vorzunehmen und gegebenenfalls auch nachzusteuern. Aber das Grundkonzept, da sind sich alle Fraktionen einig, soll auch durchgehalten werden, weil wir wollen die Mobilität insgesamt in der Stadt verändern und verbessern. Ja, das ist das Stichwort für dich, Thomas. Mobilität verändern, nur in der Stadt oder auch im Land? Und wer soll das dann alles bezahlen? Also die Stadt wird den Bahnhofsumbau nicht alleine bezahlen können. Was ist mit den Investitionen für das dritte Gleis? Wie sieht es damit aus? Also ich glaube, wir müssen erstmal sagen, dass das Thema Mobilität wird uns die nächsten 10 Jahre ziemlich intensiv beschäftigen, weil wir eine andere Mobilität brauchen. Wir haben sehr strikte Klimaschutzziele, die wir auch einhalten wollen und in Schleswig-Holstein
auch schneller einhalten können und wollen als der Bund. Und davon ist Mobilität einfach fast ein Fünftel, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ich glaube, dass Elmshorn mit dieser Rolle als Drehscheibe, auch als Verteiler an die Westküste, ganz entscheidend ist. Von daher wird das Land auch in die ganzen Themen mit investieren müssen, Bahnhof und Gleis. Da haben wir eine wichtige Aufgabe. Aber es ist nicht nur das. Das Stichwort Parkraumbewirtschaftung finde ich spannend, weil da wird ja klar, dass eine Stadt wie Elmshorn eigentlich Anwalt von ganz vielen Gruppen sein muss. Ja. Den Menschen, die in der Stadt leben, die Lebensqualität in der Stadt haben wollen, wo wir Raum brauchen, wo wir auch Konkurrenz um Flächen haben. Es muss gebaut werden, wir wollen eine lebenswerte Stadt haben. Dann derjenigen, die die Stadt nutzen, für Nahversorgung, Ärzte, Einkaufen, die die Innenstadt ja auch brauchen und dahin kommen müssen. Und dann das Umland und der Pendler. Was ich mir wünschen würde, weil das ist eine Diskussion, die wir nicht nur in Elmshorn haben. Die haben wir gerade in Kiel, in Eckernförde, eigentlich in jeder Stadt versuchen wir gerade da diesen Ausgleich hinzukriegen. Was uns fehlt, ist, dass auch das Land den Städten dabei hilft. Im Moment lassen wir die Stadt Elmshorn komplett alleine mit der Frage. Und das sind ja Fragen, die jenseits der Stadtgrenze auch diskutiert werden müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur die Frage von Infrastrukturen, Ausbau Bus und Bahn, sondern auch die Frage, wie steuern wir Verkehre eigentlich insgesamt im Land besser koordinieren, damit wir die Konzepte aufeinander abgestimmt haben können, weil ansonsten führt es einfach dazu, dass der eine was macht, die anderen davon profitieren und wir aber kein Gesamtkonzept hinkriegen, das uns erlaubt, wirklich die gute Mobilität hinzukriegen. Das würde ich gerne machen, weil ohne das wird es nicht gehen. Danke. Ja, ich würde gerne einmal noch auch mal zum Thema Parkkonzept noch immer was sagen. Wir haben uns ja auch da intensiv mit beschäftigt in der Fraktion. Wir tragen auch die Grundausrichtung mit. Und jetzt eben, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir tatsächlich jetzt sagen, okay, es gibt jetzt viele Stimmen, die kritisch sind. Damit haben wir auch gerechnet, deswegen wollten wir möglichst viel Öffentlichkeitsbeteiligung immer vorher schon haben. Und dass wir eben jetzt aber auch sagen, na, es gibt aber auch berechtigte Punkte. Also, wo wir auch, und das Thema Pendler, natürlich sind die Pendler auch wichtig für uns. Also wir müssen natürlich schon auch den Pendlern ein Angebot machen, was auch noch attraktiv ist. Aber das Austarieren zwischen den Einzelnen, das ist sicherlich eine Herausforderung. Und ich glaube, da sind wir dann gut beraten, wirklich auch im Prozess immer zu gucken, okay, wo gibt es ein Problem, wo muss man nochmal nachsteuern? Weil das ist so komplex. Man tritt immer irgendjemanden auf die Füße. Und da, glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir alle auch ernst nehmen. Und wer da Vorschläge hat, ist auch willkommen auf jeden Fall. Konstruktive Vorschläge hören wir uns gerne an. Und die werden auch berücksichtigt. Ja, vielen Dank, Arne, nochmal für diesen besonderen Elmshorner Punkt mit dem Parkraumkonzept. Ich will hinzufügen, dass ich glaube, wir brauchen auf der Landesseite auch eine konzertierte Aktion, was das Thema Radwege angeht. Da müssen wir auch mehr tun. Das mit dem Fahrrad nach Hamburg zu fahren, wird sicherlich nicht für jeden und für jede eine Alternative sein. Aber innerstädtisch und auch zwischen den einzelnen Orten im Kreis ist da sicherlich noch mehr möglich, als jetzt möglich ist, weil die Radwege sind in einem grottenschlechten Zustand. Und dann bin ich schon gleich beim nächsten Thema. Thomas Lausse-Müller hat es schon erwähnt, Klimaschutz ist in aller Munde, spätestens seit der Bundestagswahl. Was heißt denn das, Thomas? Du hast gesagt, das Land muss mehr tun und das Land kann früher fertig sein als der Bund. Was heißt das für das Land als Organisation? Was heißt das für die Kommunen? Was muss eine Stadt wie Elmshorn tun für mehr Klimaschutz? Also erstmal, ich bin ganz froh, dass wir jetzt so einen großen, breiten Konsens in der Gesellschaft haben, dass wir das Klima wirklich schützen müssen, dass wir klare Ziele haben und weg sind von dieser Frage, wer hat jetzt das größere Ziel. Es geht nicht mehr um Ziele, sondern jetzt geht es um Umsetzungsfragen. Und da müssen wir uns ein bisschen Mühe geben, auch als Land und auch als Kommunen. Ich will mal drei Bereiche nennen, weil es ist ja nicht nur Verkehr, es ist auch Themen wie Wärme, geht natürlich auch um so Themen wie Landwirtschaft und vor allen Dingen auch der industrielle Umbau. Nochmal beim Thema Mobilität angefangen. Uns muss klar sein, dass wir nicht für alle die gleiche Lösung haben. Bus und Bahn und Radwege sind ein Mittel, das in Elmshorn mit Sicherheit dazu führen wird, dass wir Verkehre reduzieren können, dass wir sehr viel effizienter sein können, dass wir Klima schützen können. Aber zwei Drittel aller Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holstein werden auch im Jahre 2050 noch ein Auto brauchen, weil sie von den Dörfern, von den Vororten irgendwo hinkommen müssen. Das dann möglichst elektromobil. Als Land haben wir da die Aufgabe, flächendeckende Ladeinfrastruktur zu bauen. Weil ohne Ladeinfrastruktur wird es nicht gehen.
Das heißt, wir müssen als Land investieren in Infrastrukturen. Wir müssen als Land auch investieren in Infrastrukturen zusammen mit den Kommunen, zum Beispiel in Wärmenetze. Wärme ist ein Fünftel der CO2-Emissionen, die wir haben. Wir werden es gar nicht schaffen, mit den begrenzten Ressourcen, die wir bei Handwerkerinnen und Handwerkern haben, jetzt alle Häuser so zu dämmen, dass wir da keine Energie mehr verbrauchen. Und dann ist es wesentlich günstiger, das über Wärmequellen zu machen, die entweder mit Wasserstoff betrieben sind oder große Wärmepumpen, und dann über Nahwärmenetze zu versorgen. Mhm. Da hat Elmshorn natürlich eine große Chance, das wird aber auch auf den Dörfern um Elmshorn so sein müssen. Und auch da wird das Land mit den Infrastrukturen investieren müssen. Ein Punkt, der mir total wichtig ist, am Ende dieser Veränderung werden wir genauso viel Wohlstand und auch Arbeitsplätze haben und wollen das auch haben wie heute. Da ist natürlich die industrielle Transformation eine riesengroße Aufgabe. Wir sitzen hier im Industriemuseum, hier sind viele Industrien, die es heute gar nicht mehr gibt. Hier sind wirklich, ist auch was weggegangen. Das hat was gemacht mit der Stadt. Ich komme selber aus dem Ruhrgebiet. Ich bin noch aufgewachsen mit zwei Abendhimmeln, also den Abendrot am Himmel. Einmal der normale, natürliche, und dann, wenn Hösch die Hochofen aufgemacht hat und dann der ganze Himmel gelb strahlte von der Hitze. Dieses Stahlwerk ist mittlerweile nach China abgewandert. Das ist etwas, was ich nicht möchte. Ich glaube, wir müssen in der Industriepolitik klar haben, dass wir mit dem vielen erneuerbaren Strom, den wir haben, nicht nur der bei uns im Land hergestellt wird, sondern auch der Offshore kommt aus der Nordsee, das, was aus Dänemark kommt, eine riesengroße Chance haben, über Wasserstoff und die Produktion von Wasserstoff ganz neue Industrien zu haben und auch Industrien anzusiedeln. Da müssen wir auch als Land rein, weil das ist eine regionalwirtschaftliche Aufgabe, das ist eine Frage von regionaler Industriepolitik. Da können wir eine ganze Menge mehr machen. Und wenn wir das tun, haben wir eine richtig große Chance. Dann haben wir natürlich Themen auch bei der Frage, wie wir essen, was wir leben, wie Landwirtschaft organisiert. Ein total interessantes Detail finde ich immer, aber es ist eigentlich gar kein Detail. Wir haben in Schleswig-Holstein sehr viele Moorböden. Ich weiß gar nicht, ob das hier im Zaum auch so ist. Natürlich. Und diese Moorböden haben wir irgendwann angefangen, für landwirtschaftliche Nutzung zu entwässern. Und deswegen steigt da gerade ganz viel CO2 raus, weil das Moor jetzt verrottet. Und wenn wir es schaffen würden, das wieder zu vernässen und diese Moore wieder Moore sein zu lassen, dann würden wir jedes Jahr 700.000 Tonnen CO2 einsparen können. Das ist so viel, wie die größten Industrieunternehmen gerade ausstoßen. Also ganz viele, auch ganz interessante Chancen, manchmal auch ungewöhnliche Lösungen. Und am Ende müssen wir sagen, als Land brauchen wir einen Plan. Wir müssen wirklich sagen, für jeden Sektor, wie es geht. Wir müssen als Land auch bereit sein, da rein zu investieren. Wir brauchen eine Infrastrukturgesellschaft, die das machen kann, Ladeinfrastruktur, Wärmenetze bauen kann, die helfen kann, mit den Unternehmen zusammenarbeiten, wie auch mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten bei dem Thema industrielle Transformation. Und wenn wir das alles richtig machen, dann kann das gut gehen und dann sind die Chancen für Schleswig-Holstein sehr, sehr viel größer als das, was wir leisten müssen. Ja, danke Thomas. Volker. Das hört sich theoretisch alles so gut an, aber was heißt das für die Stadt Elmshorn? Ja. Und wo stehen wir überhaupt schon? Also ich glaube mal, das kann ich sagen, wir haben das Thema Klimaschutz in Elmshorn schon vor vielen Jahren ganz intensiv bewegt. Wir waren einer der ersten Mittelstädte, die sich auch einen Klimaschutzmanager geleistet haben. Also von daher war die Ausgangsbasis schon ganz gut, aber jetzt sind wir in den letzten 2-3 Jahren haben wir jetzt auch richtig Gas gegeben. Also jetzt nur mal so ein paar Stichworte. Wir haben uns im vergangenen Jahr verpflichtet, tatsächlich Klimaneutralität in dieser Stadt in den nächsten 10 Jahren auf die Beine zu stellen. Und das bedeutet natürlich große Anstrengungen. Wir wollen uns also ein Klimaschutzkonzept geben. Wir wollen das Thema Mobilität intensiv bearbeiten, weil eins geht nicht ohne das andere. Wir müssen heute mit jedem Beschluss nachweisen, wie die Klimarelevanz ist. Also, ist es positiv fürs Klima oder ist es negativ? Und wenn ja, wie können wir es ausgleichen? Also das Thema Klimaschutz soll in aller Munde sein und soll auch bei uns ganz tief in den Gedanken drin sein. Jetzt ganz aktuell Thema Fairtrade, faire Beschaffung, Regionalität. Ich sag mal, wir haben auch Meiereien hier in der Nachbarschaft. Warum die Milch aus Bayern kaufen? Das Gute liegt so nah.
Wir haben uns um ein Förderprogramm beworben zum Thema Fairtrade und nachhaltige Beschaffung. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir in der vergangenen Woche jemanden gefunden haben, der dieses Projekt jetzt in den nächsten 2 Jahren hier in der Stadt auch entsprechend voranbringen wird, sodass wir vielleicht auch in dem Bereich hier Vorreiter werden. Ja, und zum Thema Nahwärmekonzept, da möchte ich mal unsere Stadtwerke mit ins Boot bringen. Wir haben schon immer seit vielen Jahren 100% Ökostrom. Das ist ganz normal bei uns. Aber das Thema der Nahwärme ist im Moment das Thema, wie wir uns zukünftig auch als Energieversorger aufstellen können. Weil es ist klar, irgendwann 2035 wird es kein Gas mehr in der Form geben. Und wie gehen wir an Neubaugebiete ran? Welche Energie liefern wir dort? Was wird eigentlich noch benötigt? Die klassische Gasleitung mit den Null-Energiehäusern ist eigentlich tot. Also wir müssen neue Konzepte entwickeln. Wir sind also in einer Zeit des Umbruches und das ist eine spannende Zeit. Und das wirklich Gute ist, dass dieses Thema in Klimaneutralität, Verantwortung für die Nachwelt, für die Umwelt hier in unserer Stadt ganz tief verwurzelt ist. Ich finde das auch einen wichtigen Punkt. Also an Elmshorn merkt man, die Städte und auch die Unternehmen, die sich schon früh auf den Weg gemacht haben, die haben jetzt eine riesengroße Chance. Ja. Jetzt können wir zeigen, dass wir Vorreiter sind. Es ist nicht nur was on top, nochmal was dazu, was extra, weil man es moralisch wollte oder für richtig hielt, sondern jetzt ist es einfach ein Startvorteil, 10, 15 Jahre Startvorteil, weil jetzt müssen es alle machen. Und das finde ich ziemlich gut. Vielen Dank für die Einordnung. Ich will aber 2 Dinge gerne zu bedenken geben, finde ich, die wir gerade als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht vergessen dürfen. Es gibt Menschen, für die macht es einen Unterschied, ob die Milch 20 oder 50 Cent mehr kostet. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir werden einen Weg finden müssen, wie auch die nachhaltigen Lebensmittel für alle bezahlbar sein können. Weil die Landwirte sollen auch was davon haben. Die sollen auch gut von ihrer Arbeit leben können. Das ist heutzutage auch nicht der Fall. Und das Zweite ist, finde ich, sehr wichtig, das Bekenntnis von Thomas Losse Müller, wir werden den Stadtwerken dabei auch helfen. Stadtwerke wie unser Elmshorner Stadtwerk haben eine lange, schwere Zeit hinter sich. Das Letzte, was sie jetzt gerade erleben, ist, dass alle die weggelaufen sind, um woanders billig Strom zu kaufen, jetzt alle zu den Stadtwerken zurückkehren, weil die Billigheimer beim Strom plötzlich die Preise nicht mehr halten können. Und die vorausschauende Einkaufspolitik eines Stadtwerks, das dann mit höheren Preisen bezahlt werden muss, sich jetzt auszahlt. Umgekehrt muss man auf einmal ganz viele neue Kunden versorgen und hat vielleicht dann gar nicht genug Vorrat eingekauft. Also freue ich mich über dieses Bekenntnis, wir werden auch Stadtwerke unterstützen, denn mögen sich alle mal vorstellen, wie lange würde es dauern, die Stadt Elmshorn komplett mit Fernwärme zu versorgen. Das ist kein 2-Jahres-Projekt, da haben wir ein bisschen was vor uns. Ja, Klimaschutz, Klimawandel, sicherlich die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Eine weitere, die sicherlich auch durch Corona befeuert wurde, ist die Digitalisierung. Wir standen ja 2020, Anfang des Jahres, vor großen Herausforderungen, zumindest im Bildungsbereich, aber auch in der Arbeitswelt, dort eben die Digitalisierung, die Menschen überhaupt erstmal auf Stand zu bringen, die Schülerinnen und Schüler, die Familien überhaupt anzuschließen, dass sie überhaupt teilnehmen können. Und auch da ist, glaube ich, Elmshorn, das Stichwort fiel eben schon, sozusagen hat vorgearbeitet, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Vielleicht kann der Bürgermeister da noch ein bisschen was zu einordnen. Ja, ich glaube, wir sind schon, Arne, 2015, 2016. Da ging's los. Da haben wir uns in den zuständigen Ausschüssen mit einem sogenannten Medienentwicklungsplan beschäftigt. Also das Thema Digitalisierung an Schulen haben wir damals schon bewegt und wir haben gemeinsam mit vielen Workshops einen Plan entwickelt, wie wir die digitale Infrastruktur der Zukunft sehen, sind 2019 angefangen und ich kann, glaube ich, sagen, wir haben alle Schulen mittlerweile dank auch unserer Stadtwerke vorrangig ans Glasfasernetz angeschlossen. Mehr als die Hälfte der Schulen haben auch innen drin komplett IT und WLAN. Und wenn jetzt alles so nach Plan läuft, werden wir in diesem Jahr bis auf eine Schule mit allen Schulen durch sein. Also wir haben die gesamte Infrastruktur geschaffen, wir haben ganz viel Personal eingestellt, wir haben mobile Endgeräte gegenüber der Planung, ich glaube sogar verdoppelt im Laufe des Digitalpakts. Wir haben also auch alle Förderprogramme mitgenommen. Das können wir ja auch gut. Also wenn irgendwo ein Förderprogramm auf dem Land ist, haben wir meistens ein Konzept und dann sind wir immer schnell dabei. Und ich glaube, das ist auch eben eine Stärke hier in unserer Stadt. Also es ist nicht alles perfekt,
natürlich, es könnte alles viel besser sein, aber wir haben jetzt gerade in den Homeoffice-Zeiten gemerkt, wie wichtig es ist, wenn die Struktur funktioniert und man engagierte Kolleginnen und Kollegen haben, die sich dann auch wirklich engagieren in Schulen, in der IT, dass man auch solche schwierigen Zeiten überbrückt. So, und wenn alles klappt, sind wir wirklich Ende dieses Jahres soweit durch. So, und dann, und das ist eigentlich jetzt so mein Übergang an Herrn Lossemüller nebenan, ist natürlich dann die Frage, wie finanzieren wir das dauerhaft? Also wir haben viel mehr Personal eingestellt, als wir seinerzeit geplant haben. A, ist es schwierig, IT-Leute zu bekommen, und zum Zweiten kosten die auch heute richtig viel Geld. Also das wird eine Daueraufgabe sein, das war uns immer klar. Aber da würde ich mir als Bürgermeister wünschen, dass das Land sich auch an diesen Kosten mit beteiligt, weil wir ja auch sicherstellen, dass der innere Schulbetrieb funktioniert. Es ist ja nicht die Gebäudeunterhaltung, sondern es ist wirklich Schulbetrieb. Also ich finde es erstmal toll, dass Elmshorn das so gut gemacht hat. Und wir haben ja auch eine ganze Menge Städte und Kommunen, in denen das sehr gut funktioniert hat. Wir müssen aber auch ehrlicherweise sagen, eine der großen Ungerechtigkeiten in Corona ist, dass die Frage, ob Schülerinnen oder Schüler guten digitalen Unterricht hatten, davon abhing, ob es eine Stadt gab, die das konnte, ob es einen Schulträger gab, der das konnte, oder ob es eine Lehrerin oder Lehrer an einer Schule gab, die sich zufällig mit RT auskannten und auch bereit waren, da rein zu investieren. Das hat hier super funktioniert. Das hat aber an ganz vielen Orten in Schleswig-Holstein überhaupt gar nicht funktioniert, weil die Kapazitäten nicht da waren. Deswegen ist meine Sicht, als Land haben wir erstmal die Verantwortung zu garantieren, dass wirklich jede Schule eine IT-Infrastruktur und auch Menschen hat, die das betreiben können, damit das funktioniert, damit wir da gerechte Bildung auch online haben. Ich stelle mir vor, dass wir neu tatsächlich auch als Land eine große Ressource anbieten, die mit den Schulträgern und Städten zusammenarbeitet. Da, wo es schon funktioniert, wie hier in Elmshorn, kann man das finanziell unterstützen, man kann aber auch Aufgaben übernehmen. Und wichtig ist, glaube ich, es geht ja nicht nur um die Frage, dass dann da das WLAN ist und dass die Glasfaser da ist und dass dann mal einmal Geräte angeschafft wurden, weil in 3 Jahren werden die wieder angeschafft werden. Genau. Und zwischendurch müssen sie gewartet und betrieben werden. Das heißt, wir reden jetzt darüber, dass wir eine IT-Infrastruktur für Schulen brauchen, die der eines Großbetriebs entspricht. Ich habe jetzt in vielen großen Unternehmen gearbeitet, auch in Leitungsfunktionen. Ich war nie dafür verantwortlich, die IT zu machen. Aber von unseren Schulleitungen erwarten wir das. Ein Schulleiter soll Lehrer sein, Schulleiterin soll Lehrerin sein und auch noch IT-Fachexperte. Das kann, glaube ich, nicht gehen. Das heißt, ich möchte, dass das Land dafür eine Struktur baut, die mit jeder Schule zusammenarbeitet. Und ich glaube, auch sozialpolitisch wichtig, wir müssen gewährleisten, dass jede Schülerin und jeder Schüler mindestens ab der 8. Klasse ein Endgerät kriegt, das immer auf dem neuesten Stand ist, das gewartet wird, das in Betrieb gehalten wird. Und da sehe ich die Aufgabe des Landes. Das ist etwas, das ich möchte, dass das Land macht, dass das Land den Schülerinnen und Schülern das zur Verfügung steht. Am Ende ist das dann auch kostengünstiger. Wir haben 800 Schulen im Land. Wenn ich jetzt nur an jeder Schule einen IT-Beauftragten oder IT-Beauftragten habe, brauche ich 800 Leute. Das Gleiche kann ich aber, wenn ich es zentral organisiere, mit 400 Leuten leisten, vielleicht sogar auch nur mit 200 Leuten. Wenn ich fürs ganze Land IT-Geräte bestelle, kriege ich natürlich einen viel besseren Preis, als wenn das jede Stadt alleine macht. Das heißt, auch da möchte ich, dass das Land den Mut hat, die Kraft hat, sich da auch zu befähigen, das zu tun, um an der Stelle die Kommunen und Schulträger auch zu entlasten. Ja, also das war ja eben auch gerade in dem Elmshorner Konzept, also natürlich nicht auf Landesebene, aber eben die Idee, dass wir ausgehen von den pädagogischen Überlegungen an den Schulen, das war uns ja wichtig, dass das der Startpunkt ist. Unterricht muss ja auch erstmal so gedacht werden, dass es auch digital möglich ist. Und dann eben, glaube ich, tatsächlich einer der wichtigen Erfolgsfaktoren eben dieses Support-Konzept ist. Da merken wir aber eben natürlich, da sind die Kosten noch deutlich höher, auch die laufenden, die uns weiter beschäftigen werden, als wie wir es ursprünglich mal geplant hatten. Ich glaube, wir hatten am Anfang mal gedacht, wenn erstmal die Grundinvestition da ist, so ungefähr 100 Euro pro Schüler und Jahr, genau. Das wird bei weitem nicht ausreichen, sondern da werden wir noch einiges vor uns haben, denke ich. Ne? Und die Kosten gehen wirklich runter. Also wir haben mal Rechnungen gemacht, für wenn wir alle Schülerinnen und Schüler und die Laptops, da kommen wir auf in Größenordnung von 20 Euro, aber eine Stadt ist damit in kleineren Zahlen, also das ist wirklich, da haben wir einfach Größeneffekte. Ja, das müssen wir auch nutzen und da hat auch, glaube ich, niemand etwas gegen, dass wir das tun, nur wir müssen es eben auch wollen und machen.
Und das Land sollte dann auch einheitliche Standards vorgeben. Nicht, dass wieder jede Kommune so seine eigene Geschichte baut. Weil das ist ja auch immer so ein nettes Thema. Bei der IT, ich find den Ansatz schon wichtig. Ja. Also es geht die Art und Weise, wie Lehrerinnen und Lehrer dann das mit Inhalten füllen. Ja. Mhm. Das ist wirklich Aufgabe von Schule, der Lehrkräfte vor Ort. Ja. Aber womit sie das tun als Instrumenten, das müssen wir möglichst effizient, gut und auf einem hohen Qualitäts- und Sicherheitsniveau schaffen. Man darf ja auch die Unterschiede nicht wegreden. Das ist ein Unterschied. Genau. Die Schulen sind unterschiedlich. Die Größen, es gibt kleine Schulen, große Schulen, es gibt Schulen in verschiedenen Quartieren. Das darf man ja auch nicht wegreden, solche Unterschiede. Also spannende Entwicklung. Wir sind da hoffnungsvoll, wenn das ist wirklich, also da aus dem Land man kann Dinge kommt. Einfach wirklich besser machen. Ja, super. Also sind wir gerne mit dabei. Dinge weiterentwickeln und große Projekte vornehmen wäre auch so das nächste Thema, was wir noch besprechen wollen. Also einerseits das Thema natürlich Innenstadtentwicklung, das ist immer jetzt auch ein Thema in Corona gewesen. Da sind wir über das Förderprogramm, was eine super Chance für die Stadt ist, gut aufgestellt, waren wir auch wieder ganz vorne mit dabei. Und dann haben wir ja noch das große Thema Stadtumbau, wo wir eben die erweiterte Innenstadt auch weiterentwickeln wollen. Ja, Volker, kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen, was in diesem Jahr so auf uns zukommt? Ja, also in der einen Minute ist das kaum möglich. Also ganz deutlich, wir beschäftigen uns weiter mit der Innenstadt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, so ganz so schlimm, wie es geunkt wurde in Pandemiezeiten, hat sich die Emshorner Innenstadt nicht entwickelt. Ich denke eher, dass sie sogar in Teilen gestärkt hervorgeht. Wir haben viele kleinere Start-ups, wir haben Pop-up-Stores, aus denen Dauermietungen entstanden sind. Also wir haben völlig neue Konzepte und Nutzer. Und natürlich, was hier auch wirklich einen Schub in der Stadt gegeben hat, ist die Entscheidung der Firma Ramelow, ein Sportfachgeschäft hier mitten in die Königstraße in eine alte Brache reinzusetzen und mit wirklichen erheblichen Investitionen jetzt in diesem Jahr im Sommer das auch zu eröffnen. Ich glaube, das gibt nochmal richtig Schub. Und das hat man auch gemerkt. Viele andere haben dann angefangen, in dem Zusammenhang gleichzeitig auch ihre Gebäude zu sanieren. Trotzdem müssen wir eben schnell dabei sein. Und Arne Klaus hat es gesagt, wir haben uns um das Förderprogramm des Landes beworben und waren einer der ersten Städte, die den Zuschlag bekommen haben. Und gemeinsam mit dem Stadtmarketing wollen wir uns eben nicht ausruhen, sondern weiterentwickeln und gucken, wo können wir noch verbessern. Und wir werden das auch hoffentlich gemeinschaftlich mit Ihnen und euch, mit den Bürgern machen. Weil es geht nicht darum, dass Fachleute was entscheiden, sondern es muss auch mit den Bürgern entwickelt werden. So, und Stadtumbau nur ganz kurz, ich weiß, die Zeit drängelt. Was erwartet uns dieses Jahr? Also wir haben im letzten Jahr, im Dezember, hat Politik ganz viel entschieden und ganz viel vorangebracht. Also wir haben Entwurfsplanung für das Rathaus. Dieses Jahr soll der Bauantrag gestellt werden. Das Haus der Technik wird tatsächlich fertig. Wirklich. Im Mai soll es fertig sein, dann zieht das Gebäudemanagement dort ein, der Stadt, und dann wird das die Baubude für das neue Rathaus. Die Post wird abgerissen. Auftrag ist erteilt, im Februar soll das Gebäude abgerissen werden und dann werden uns die Markthalle, glaube ich, ganz anders betrachten, weil sie dann nämlich frei steht. Und ich glaube, das wird die Diskussion um die Freiflächenplanung und die Identität dieser Stadt nochmal ganz intensiv fördern. Ja, und auch die Skyfläche soll freigeräumt werden. Also viel Abriss in 22. Was ich nicht hoffe, was abgerissen wird, ist die Knechtsche Halle oder Hallen, sondern da bin ich eher genau andersrum erstmalig positiv. Es gibt wirklich mehrere Investoren, die ernsthaft Interesse daran haben, diese Gebäude zu erhalten und auch mit wirklich tragfähigen Konzepten derzeit mit dem Gebäudeeigentümer verhandeln. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir in diesem Jahr da den Durchbruch schaffen. Also für mich persönlich wird das neben der Bahnhofsentscheidung das Highlight in 2022. Ja, was kann das Land tun, um uns dazu zu unterstützen als Stadt? Das ist wirklich für Städte jetzt ein ganz interessantes Jahrzehnt, weil wir so viele Veränderungen haben, die wir in den Städten umsetzen müssen. Also der demografische Wandel hat was gemacht, wir haben die veränderten Einkaufsgewohnheiten. Und das letzte Mal, dass wir so ein richtig gut, also ein Konzept hatten, auf das sich alle geeinigt hatten, war irgendwann in den 60er, 70er Jahren, da haben wir Städte um Autos gebaut. Mhm. Und jetzt müssen wir Städte um Menschen bauen. Ja. Und das ist wirklich was ganz anderes. Also Städte verändern sich und auch zu Recht. Mhm. Weil wir Städte nutzen als Orte der Begegnung, in
der Art und Weise, wie wir heute auch zusammenarbeiten mit Coworking, werden Städte und auch diese Orte, wo Leute zusammenkommen, auch mal zusammensitzen können, natürlich umso wichtiger. Kultur ist unglaublich wichtig. Menschen wollen die Stadt nutzen für das, was sie tun, wie sie miteinander begegnen. Da wollen wir als Land natürlich weiter rein investieren. Wir haben schon umfangreiche Städtebauprogramme und der Bund wird weitere Programme auflegen, die wir auch als Land begleiten wollen. Wir müssen aber auch sehen, dass das Thema Wohnraum nicht weggeht. Also ohne zu bauen werden wir es nicht schaffen, Mieten und auch die Hauspreis- und Immobilienpreisentwicklung, die Preise für Wohnungen in den Griff zu kriegen. Eine wichtige Aufgabe für das Land wird sein, da darauf zu achten, dass das nicht nur irgendein Wohnraum ist, sondern ein Wohnraum, in dem alle Menschen gut leben können, in dem wir sozialen Wohnungsraum fördern. Da müssen wir die Instrumente auch weiterentwickeln, weil in den jetzigen niedrigen Zinsen es nicht mehr so attraktiv ist, diese Mittel zu nutzen. Und das wird ein großer Fokus natürlich auch von sozialdemokratischer Politik sein, dass die Städte für alle nutzbar sind, dass alle Menschen in den Städten wohnen können und nicht nur die, die viel Geld haben. Ja, ich glaube, es wird wichtig, bei der Innenstadtentwicklung daran zu denken, man soll da gerne sich aufhalten und man muss auch gut hinkommen. Wir wollen wohnen, arbeiten, uns amüsieren in der Innenstadt. Was das Wohnen angeht, Thomas Lossemüller, rennst du hier offene Türen ein. Die Stadt Elmshorn hat ein Wohnraumversorgungskonzept und unsere sozialdemokratische Stadtfraktion hat ganz, ganz viel daran gearbeitet. Das wäre nochmal eine extra Veranstaltung wert, wo wir uns damit beschäftigen. Wir haben nämlich zum Beispiel auch eine Quote für sozialen Wohnungsbau und Andreas Breitner, der Verbandsvorsitzende der Norddeutschen Wohnungsunternehmen, nennt immer, wenn es um die Städte mit den hohen Sozialwohnungsquoten geht, nennt er immer Elmshorn mit unter den Ersten. Da sind wir auch stolz drauf. Wir sehen das aber auch als unsere Aufgabe als Stadt und als Mittelstadt, auch diesen Wohnraum mit anzubieten. Aber dann muss eben unsere Innenstadt auch für alle Menschen gut erreichbar sein und für alle auch Angebote haben. Ja, zusätzlich zum Wohnen gilt ja auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt, war ja auch schon ein Stichpunkt. Wir haben ja sozusagen zwei grüne Lungen oder eigentlich drei grüne Lungen sozusagen in Elmshorn, sehr eng bebaut und trotzdem haben wir ja schöne Orte, an denen wir uns auch gerne aufhalten. Ein großes Thema ist da sicherlich der Stein am Park. Immer wieder rechts, links, verschiedenste Meinungen dazu, Amtsraum oder tatsächlich vielleicht lieber wunderbare Aufenthaltsqualität, wo man schön spazieren gehen kann, wo zwei schöne Spielplätze tatsächlich sind, mit mittlerweile wieder Gastronomie. Auch das, finde ich, ist nochmal benennenswert, weil wir dort auch innerhalb der SPD sehr lange und sehr viel diskutiert haben, wie wir damit umgehen und was wir da eigentlich tun wollen. Auf jeden Fall ein weiterer Punkt und ein weiterer Ort, wo wir unbedingt Handlungsbedarf sehen, wo wir verschiedene Dinge noch entwickeln wollen, wo wir vielleicht auch wieder Veranstaltungen reinholen wollen, um diesen Ort einfach wieder attraktiver zu machen. Weil in so einer eng bebauten Stadt brauchen wir ja auch unsere grünen Aufenthaltsorte und die müssen natürlich dann auch schön, sauber, ordentlich sein, dass wir dort eben auch uns gerne aufhalten mit Kindern, mit Familien, Jugendlichen haben dort ihre Skateanlage und so weiter. Das sind wichtige Punkte, die wir einfach auch unterstützen wollen und wo wir auch 2022 dranbleiben, damit diese Orte auch für die Elmshornerinnen und Elmshorner schön bleiben und noch schöner werden können. Genau, ein weiterer und auch damit der letzte inhaltliche Punkt wäre nochmal die soziale Stadtraumentwicklung in Quartieren. Wir haben uns da ja als Stadt auf den Weg gemacht, Elmshorn so ein bisschen einzuteilen, ja schon länger im Prinzip in 4 bzw. 5 Quartiere, um eben auch quartiersnahe Versorgung von Ehrenamt und Hauptamt, von Kultur, von anderen Angeboten so zu gestalten, dass es für alle Menschen erreichbar ist, eben halt auch für Jung und Alt, kurze Wege und natürlich auch so ein bisschen der Punkt, zielgenaue Investitionen zu tätigen, also zu gucken, welcher Stadtteil braucht eigentlich was, was muss zentral organisiert werden und was muss eigentlich sozusagen in den einzelnen kleineren Quartieren vorhanden sein. Da haben wir uns auch in den zugehörigen Ausschüssen lange drüber unterhalten und sind da auch auf einem guten Weg. Wie ist da so die Sicht aus dem Land, was solche Entwicklungen angeht? Das ist total wichtig. Also wir haben ja uns sehr darauf verlassen, dass wir sowas wie Nachbarschaftshilfe, dass die Menschen sich kennen, dass das ganz viele soziale Themen auch auffängt und gut organisiert. Das hat sich natürlich verändert. In einer alternden Gesellschaft ist es nicht mehr so möglich. Auch die Lebenswirklichkeiten haben sich verändert. Und wir haben in der Sozialpolitik
so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir Sozialpolitik nicht mehr denken, da ist jemand vor Ort, der kümmert sich um jedes Problem, sondern wir haben einzelne Produkte. Und wir haben einzelne, die haben dann auch so technische Namen wie SGB 8 und so und das und das. Und wenn ein Problem auf das Produkt passt, dann sind wir immer ziemlich gut. Mhm. Aber wenn das Problem nicht auf das Produkt passt, auf den Sozialhilfestatus oder die Frage, welchen Pflegegrad ich gerade habe, oder wenn auch jemand vielleicht noch gar nicht weiß, dass er eine Hilfe kriegen kann, dann haben wir nichts. So. Wir haben diese Idee, die ich gerne umsetzen würde, der Vorort-für-dich-Kraft, die im Prinzip das aufgreift. Also ich gucke wieder auf Nachbarschaften, ich gucke auf Quartiere, auf Sozialräume. Ich habe da eine Person, die erstmal unabhängig von Sozialhilfeleistungsprodukt da ist, die mal guckt, ob das dem Kind in der Familie gut geht, die mal guckt, ob die vielen älteren Leute, die jetzt dann doch irgendwie alleine und immer mehr alleine sitzen in ihren Wohnungen, ob da alles okay ist, ob es mal eine Hilfe geben kann, die vielleicht auch mal einen Seniorencafé oder ein Kinderfest organisieren. Ein Kümmerer vor Ort, die dann arbeiten mit den verschiedenen Anbietern, aber natürlich auch erstmal Hilfe leisten können. Das brauchen wir, weil uns sind diese Strukturen ja weggebrochen. Aber das ist das, worauf Soziales am Ende angewiesen ist, dass die Menschen sich kennen. Ich hatte ein ganz interessantes Gespräch an einem Wahlkampfstand, das hat mich sehr beeindruckt, mit einer älteren Dame, die mir erzählt hat, dass sie eigentlich alles hat. Sie weiß auch, dass es die ganzen Instrumente gibt, aber ihr Mann, der Pflege braucht, der möchte niemanden ins Haus lassen, den er nicht kennt. So, darunter leidet sie. Ja? So, und dieses jemanden zu haben, auch der wenigstens mal bekannt ist, so ein bekanntes Gesicht, das erstmal hilft an der Stelle, das halte ich für extrem wichtig. Das ist jetzt in einigen Städten mit diesem Quartierskonzept schon angelegt. Wir haben Sozialraummanagerin in Rheinland-Pfalz, heißt das Gemeindeschwester 2.0, also es gibt verschiedene Namen dafür. Und da reinzugehen, das finde ich, ist eine ganz tolle und ganz wichtige Aufgabe. Wir gehen eigentlich sogar noch einen Schritt weiter, weil wir haben diese sozialräumige Untersuchung, Frau Mangels hat es ja erzählt, in Klostersande ja exemplarisch auch mit Universitätsunterstützung mal ausgearbeitet und erhoben und eigentlich festgestellt, dass wir jetzt zwar ganz viel Basis-Grundlagenwissen haben, aber was uns im Moment fehlt, und da wollen wir jetzt in Zukunft arbeiten, ist eine Sozialplanung für die Stadt. Dass man wegkommt von, ich habe ein Stadtquartier und ich werfe mal ein Projekt rüber, ich sage mal soziale Stadt, und dann werde ich in dem Quartier jetzt alle Probleme, die dort sind, jetzt irgendwie mal in diesem großen Paket anpacken. Ich glaube, wir müssen einen Schritt anders rangehen und schauen, in welchem Quartier gibt es welches Problem. Also meine Erkenntnis, die ich hier auch, glaube ich, sagen kann, ist, wir wissen, dass im Bereich der Innenstadt das Thema Kinderarmut deutlich größeres Problem ist als in vielen anderen Stadtquartieren. Also müssen wir uns über Sozialplanung damit auseinandersetzen, wie können wir zu dem Thema Kinderarmut zielgerichtet Maßnahmen, Programme, Methoden entwickeln, die dann auch entsprechend ankommen. So, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, eben nicht mehr diese Gießkanne, man nimmt sich ein gesamtes Quartier vor, sondern ganz genau zu schauen, wo gibt es welchen Bedarf und den zielgerichtet mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, dann aber auch mit Effizienz, Effektivität ranzugehen. Und wenn es dazu nochmal so irgendwann Landesförderprogramme gäbe, ja, Arne, das ist meine Aufgabe bis jetzt, das mache ich gerne heute, sage ich aber auch bei anderer Stelle immer wieder, weil ich genau sage, Gießkanne ist gut und schön, große Förderprogramme auch gut, aber diese kleinen, zielgerichteten Themen, die sind eigentlich die große Wirkung verursachen. Das ist meine ganz persönliche Überzeugung. Habt ihr eigentlich auch Themen, wo ihr nicht schon besonders weit vorne seid? Wenn die Kamera aus. Ja, genau. Das ist das Stichwort für die Fraktionsvorsitzenden. Ja, also auch, zu tun haben wir schon noch einiges, noch was auf uns zukommt. Also wir könnten jetzt ganz weit in Kita und Schule gehen, da haben noch einiges. Wir sind sehr am Erweitern, betreute Grundschule, da sind wir immer noch nicht zufrieden mit unserer Beitragsstruktur. Wir wollen da gerne noch. Geld haben wir auch nicht genug. Genau, also da gibt es viel Unterfinanzierung. Wir wollen ja aber heute natürlich hauptsächlich auch die positiven Sachen auch in den Blick nehmen, was so kommt. Und wir haben eben, und das ist ja auch bei den Themen wichtig, dass wir eben wirklich überall gucken, also dass wir die gesamte Stadt so im Blick haben. Und
eben nicht über, du sagst, dass man die einzelnen Produkte immer nur sagen, okay, das ist perfekt, sondern eben auch immer gucken, so dass das übergreifend, dass die Vernetzung funktioniert. Das ist, glaube ich, wichtig. Genau. Ich halte das, also genau, wir müssen uns darüber unterhalten, wie unsere Zukunft aussieht und daraus auch wirklich Pläne machen. Wir haben das ein bisschen verlernt als Gesellschaft, dieses nach vorne gucken. Und da verändern sich jetzt einfach so viele Dinge und alle diese Veränderungen können wir managen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Wir haben alles, was es dafür braucht. Nur man muss zusammenkommen als Stadtgesellschaft, das auch breit diskutieren. Das müssen wir auch als Land tun. Wir müssen auch als Land wieder sagen, das ist unsere Idee von 2030, das ist unsere Idee von 2040. Das sind die Strukturen, die wir dafür brauchen. Und dann den Mut haben, auch zu handeln. Also nur weil es mal etwas Mühe kostet und etwas schwieriger ist und man mal was investieren muss, nicht gleich sagen, ach, das ist mir zu kompliziert. So, das ist auch mein Verständnis von Politik. Also Politik muss jetzt in die Verantwortung gehen. Wir müssen jetzt Dinge verändern wollen, damit wir das, was wir haben, erhalten können und eine Zukunft bauen, die, glaube ich, eine ganze Menge Chancen und sehr, sehr positiv ist für dieses Land. Vielen Dank, Thomas, für die Einordnung. Und ich will nur sagen, die Elmshorner SPD ist dazu bereit. Wir haben immer die ganze Stadt im Blick. Ich glaube, das ist heute Morgen auch sehr deutlich geworden. Wir haben die ganze Stadt im Blick und wir haben alle ihre Menschen im Blick. Ob groß, ob klein, ob alt und jung, ob hier geboren oder zugezogen. Wir alle sind Elmshornerinnen und Elmshorner und nur gemeinsam werden wir die Stadt voranbringen. Ich danke euch, dass ihr live dabei wart. Ich darf euch an dieser Stelle jetzt kurz ankündigen, oder nicht kurz, sondern ankündigen, das Grußwort unseres neu gewählten Bundestagsabgeordneten, der nun heute leider nicht dabei sein kann. Auch den hätten wir heute gerne präsentiert. Ralf Stegner schickt uns ein kurzes Grußwort. Ihr an den Geräten könnt es jetzt sehen. Wir anderen gucken es uns im Nachhinein dann nochmal an. Und ganz zum Schluss... Liebe Genossinnen und Genossen vom Ortsverein Elmshorn, Corona will es, dass wir diesen Neujahrsempfang wieder nur digital durchführen können, aber es geht aufwärts und wir alle geben uns Mühe, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir aus der Krise kommen, nicht nur dadurch, dass wir uns selbst impfen lassen, sondern dass wir eben auch Kontakte reduzieren. Dazu trägt der Ortsverein bei. Es ist ein spannendes politisches Jahr, was vor uns liegt. Ich wünsche dem Ortsverein vor allen Dingen, dass wir Erfolg haben bei der Landtagswahl mit Beate Raudis, dass sie ihr Direktmandat wiederholt in Elmshorn. Und dass wir mit unserem Ehrengast heute, mit Thomas Lossem Müller, den nächsten Ministerpräsidenten haben, der eine SPD-geführte Landesregierung in Schleswig-Holstein zum Sieg führt und der mit dazu beiträgt, dass wir die Dinge, die im Norden besser werden müssen, wie zum Beispiel bezahlbares Wohnen, wie zum Beispiel endlich gebührenfreie Bildung, auch in der Kita, wie in allen anderen norddeutschen Ländern, wo wir mit der Digitalisierung vorankommen, wo wir zeigen, dass wir Klimaschutz so umsetzen können, dass dabei gute Arbeitsplätze rauskommen für die Energiewende und für andere Bereiche. Kurzum, dass all die Dinge, die besser werden könnten, in der progressiven SPD-geführten Landesregierung dann auch kommen. Und im Bund insgesamt wollen wir natürlich unseren Beitrag dazu leisten, dass es Rückenwind aus Berlin gibt, indem wir mit der Ampelkoalition unseren Koalitionsvertrag umsetzen und all die Herausforderungen angehen, die sich jetzt uns stellen. Das war letztes Jahr ein gutes Jahr. Wir haben die Wahlen gewonnen. Das hat sich gut angefühlt. Und dieses Jahr könnten wir die Strecke fortsetzen mit einem Sieg bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Euch allen wünsche ich persönlich alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Passt auf euch auf, das ist wichtig in diesen Zeiten und uns gemeinsam politischen Erfolg. Und das nächste Mal wieder ein Neujahrsempfang, wo wir uns in die Augen gucken können und nicht nur digital begegnen. Herzliche Grüße nach Elmshorn zu diesem alten, großen, starken Ortsverein. Ja, ganz zum Schluss obliegt es mir noch, Danke zu sagen. Einmal natürlich Ihnen und euch zu Hause an den Geräten und natürlich aber auch unseren Gästen. Ganz zuerst natürlich erstmal der Bürgermeister, Neun Rosen, ja, für neunmal hier. Wir freuen uns auch auf nächstes Jahr natürlich. Und dann haben wir natürlich noch ein Elmshorn-Paket gepackt für unseren Ehrengast. Es ist ganz schön schwer. Elmshorn hat halt viel zu bieten, haben wir ja heute auch gehört. Also viel Freude damit. Wow. Genau. Vielen Dank für den Besuch und für die netten Worte und wir freuen uns auf den Wahlkampf und wir freuen uns natürlich auch dann mit dir als Ministerpräsident und die für die Frau zu Hause. Super, danke schön. Ich bin ja selber Gärtner, das teile ich mit Beate und Thorsten Mann-Raudis. Von daher werde ich sie vielleicht auch selber nutzen. Ganz herzlichen Dank und vielleicht werden es ja auch neun Rosen irgendwann mal sein. Ja, also Prost, frohes neues Jahr und bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich wieder live und in Farbe.
Alles Gute. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Tschüss.